AstroSam übersetzt. Euer Blick hinter die Kulisse der Spielentwicklung von Squadron 42 und Star Citizen. Die nächsten 4 Wochen gibt es ja kein Inside Star Citizen, aber auf robotspaceindustries.com gibt es den Bereich Comlink und dort hat CIG einen sehr umfangreichen Post veröffentlicht mit Namen Invictus Launch Week Postmortem. Also eine Postmortem-Analyse, das heißt eine nachträgliche Projektanalyse von Alpha 3.9 und der Invictus Launch Week. Und das übersetze ich euch hier und im Anschluss habe ich euch auch noch die meiner Meinung nach wichtigsten Punkte aus dem Squadron 42 Newsletter zusammengestellt. Viel Spaß! Am 29. April starteten wir Alpha 3.9, Locked Up and Loaded. Und im Anschluss daran starteten wir Alpha 3.9.1 und am 22. Mai die Invictus Launch Week, unsere Version der Flottenwoche im Verse. Was folgt, ist eine Postmortem-Analyse, eine Manöverkritik, in der wir betrachten und diskutieren, was gut gelaufen ist, was nicht gut gelaufen ist und was wir für das nächste Mal gelernt haben. Wir glauben, dass es sehr wertvoll ist, euch einen Einblick in unsere gedanklichen Prozesse zu geben und planen, derartige Analysen im vierteljährlichen Rhythmus zu veröffentlichen. Ihr könnt diese Analysen wenige Wochen nach jedem Quartalspatch erwarten. Invictus Launch Week Postmortem. Hallo Citizens! Letzten Monat, am 22. Juni, beendeten wir unsere Eröffnungsveranstaltung zur Invictus Launch Week, auch als Fleet Week, also Flottenwoche, bekannt. Drake Interplanetary war Gastgeber dieser Party und obwohl es dieses Ereignis im Verse schon seit Jahrzehnten gibt, war es in der realen Welt unser erstes Invictus-Event überhaupt. Nach allen erdenklichen Maßstäben war es ein unglaublicher Erfolg, der alle unsere Erwartungen massiv übertroffen hat. Wir möchten euch an dieser Stelle einen Einblick in die Art von Veranstaltungen geben, die wir für die Zukunft planen. Das Star Citizen-Universum soll lebendig und dynamisch sein, mehr als jedes andere MMO vor ihm. Und obwohl wir uns noch im Alpha-Stadium befinden und noch einen ordentlichen Weg in der Entwicklung vor uns haben, sind wir bereits ein Live-Service-Spiel. Als solches wollten wir sowohl einen Teil dessen demonstrieren, was ein Live-Ereignis in unserem Spiel sein könnte, als auch eine Reihe von Neuerungen ausprobieren, darunter die Einführung unserer massiven Großkampfschiffe, Event-Trigger, also Ereignisauslöser, und eine viel engere Verknüpfung zwischen Ereignissen außerhalb des Spiels und Ereignissen im Spiel. Die Kombination aus Invictus, einer Freiflugwoche und der Einführung von Alpha 3.9 führte nicht nur zu unserem besten Mai seit Beginn der Spendenaufzeichnungen, sondern auch zu unserem besten Monat aller Zeiten, gemessen an jeder Metrik, mit der wir Erfolg messen. Unsere Finanzierung ist öffentlich und viele von euch haben bereits gesehen, dass der Mai unser bisher bester Monat hinsichtlich der Einnahmen war. Aber noch erfreulicher war für uns das beispiellose Spielerengagement und das Wachstum, das wir bei der Einrichtung neuer Spieleraccounts, dem Ansturm neuer und alter Spieler und den Rekordhöchstständen bei der Anzahl von Spielern in Star Citizen verzeichneten. Dank der Anziehungskraft der Großkampfschiffe und der Freiflugwoche hat der Mai 2020 unseren Rekord für monatliche aktive Einzelspieler um 50% erhöht. Während Invictus erreichten wir unsere höchsten Gesamtwerte bei den Einzelspielern, den täglichen Aktivitäten und der maximalen Menge an gleichzeitig aktiven Spielern. Am ersten Tag der Invictus-Startwoche am 22. Mai hatten wir die höchste Anzahl täglicher aktiver Benutzer, die wir je hatten. Und jeder Tag danach war während der gesamten Woche noch höher, da wir mehr als eine Woche lang Rekordspielerzahlen verzeichneten. Tatsächlich haben sich während der Woche so viele Spieler bei Star Citizen eingeloggt, dass die Anzahl der Spieler allein durch das 12-tägige Event größer war als in jedem einzelnen Monat bis zu diesem Zeitpunkt in unserer gesamten Geschichte der Entwicklung von Star Citizen. Wie bei vielen Spielern und Diensten, die Rekordhöhen beim Datenverkehr und der Anzahl gleichzeitig online spielender User verzeichneten, stellt dieser Andrang extreme Belastungen für unsere Services dar. Zu Beginn des Ereignisses hatten wir Serverabstürze und Leistungseinbußen durch die schiere Überlast an Usern.
Während unsere Backend-Teams rund um die Uhr und das ganze Wochenende hindurch arbeiteten, um Probleme zu beheben und das Spiel wieder zum Laufen zu bringen, war es dennoch enttäuschend für uns, eine solche Unterbrechung der Systemservices zu haben. Als wir in die Invictus-Startwoche gingen, waren wir überzeugt, dass wir die Flut neuer Spieler bewältigen könnten. Zum einen ist der Mai für uns typischerweise ein Monat mit geringem Traffic, was einer der Gründe war, warum wir ihn für unsere erste Invictus-Veranstaltung ausgewählt haben. Zweitens schätzten wir auf der Grundlage von 4 Jahren Live-Service-Daten, die bis zu Alpha 2.0 zurückgehen, einen zwar ordentlichen Anstieg der Spielerzahlen, einen, der größer war als bei der letztjährigen Alpha 3.9 Freefly-Woche im Mai 2019, aber immer noch niedriger als unsere Zahlen für November und Dezember, unsere traffic-reichsten Monate aufgrund des Urlaubs und der Intergalactic Aerospace Expo-Veranstaltung. Aber wie ihr jetzt wisst, hat die Flight Week alle Erwartungen nicht übertroffen, sondern schlicht zerstört. Die Schiffe der Idris-Klasse und Javelin zu sehen und zu entführen oder zu zerstören, die Blitze und die Feuerwerke, das Flair der International Expo und die Freiflugwoche trafen auf Aufregung und Nervenkitzel, was in unserem bisher besten Monat der Entwicklung von Star Citizen führte. Invictus hatte mehr als doppelt so viele Einzelbenutzer, neue Benutzer und täglich aktive Benutzer im Vergleich zu unserer Alpha 3.5 Freefly-Veranstaltung im vergangenen Mai. Und während des ersten Wochenendes der Invictus-Startwoche waren die Anzahl der gleichzeitig online befindlichen Spieler und die täglichen einmaligen Anmeldungen 10-mal größer als normal. Anstatt ein Ereignis zu sein, das mit der International Aerospace Expo der IAE im November oder der Alpha 3.8-Patch-Veröffentlichung im Dezember rivalisierte, ging die Invictus-Startwoche geradewegs an beiden vorbei und der Mai 2020 wurde unser größter Monat in der Geschichte von Star Citizen. Aufsetzend auf unseren vorhandenen Erfahrungen und der Arbeit, die wir an Alpha 3.8 geleistet haben, waren wir der Meinung, dass wir die kurzfristige Belastung während des Ereignisses bewältigen konnten, aber wir unterschätzten die schiere Anzahl der Menschen, die sich zum Spiel einloggten. Die Wahrheit ist, dass wir wussten, dass unsere Backend-Technologie der ersten Generation mit vielen Singletons und die ineffizienten Datenformate und Nutzungsmuster auf der Client-Server-Seite ab einer bestimmten Anzahl von Benutzern Probleme mit der Skalierbarkeit haben würden. Aus diesem Grund hat das Backend-Team in den letzten Jahren intensiv an der Lösung dieser Probleme gearbeitet. Die ersten Früchte dieser Arbeit werden im 4. Quartal 2020 erwartet. Der größte Fehler auf unserer Seite war, dass wir dachten, dass unsere Technologie der ersten Generation noch einige Quartale ausreichen würden. Darüber hinaus war uns nicht klar, welche Auswirkungen die erste Version der Langzeitpersistenz, die in Alpha 3.8.1 aktiviert wurde, auf die Größe der Datenbanken haben würden, die wir auf eine noch nie dagewesene Anzahl von Spielern aufgestockt haben. Da wir nicht mit jedem neuen Patch alle Spielerkonten zurücksetzen, es sei denn, wir müssen es tun, und wir derzeit kein Limit für die Anzahl der Gegenstände haben, die die Spieler in ihrem Account haben können oder mit sich führen können, hatten viele Spieler Tausende von Gegenständen gegenüber solchen Spielern mit nur ein paar Dutzend. Die Spieleranzahl und die Zwischenlösungen für die Persistenz führten alle zu einem perfekten Sturm, der bei einer Reihe von Spielern Serverprobleme verursachte. Obwohl die unglückliche Kehrseite davon eine verminderte Leistung und Stabilität war, die wir schnell korrigieren mussten, hatte der beispiellose Datenverkehr, so schmerzhaft und enttäuschend die Probleme auch waren, eine echte positive Seite. Nur ein Ereignis dieses Ausmaßes mit der massiven Belastung durch die Invictus-Startwoche hätte diese kurzfristigen Schwächen aufdecken können. Wir entwickeln heute Systeme wie iCache und physische Inventarisierung, die in der Lage sein werden, den erhöhten Traffic, den erhöhten Datenverkehr zu bewältigen. Sie sind jedoch noch nicht im Einsatz. Aber wegen dem, was wir in der Invictus gesehen haben,
bringen wir einige Elemente unserer in der Entwicklung befindlichen skalierbaren Technologie früher als geplant online. Dies wird es uns ermöglichen, mit der erhöhten Belastung fertig zu werden, die unsere wachsende Spielerschaft und unsere Langzeitpersistenz mit sich gebracht haben. Lösungen für unsere gravierendsten Backend-Engpässe sollten noch in diesem Jahr auf den Weg gebracht werden, aber in den Quartalen danach wird es noch mehr zu tun geben. Es mag zwar frustrierend sein, diese erwachsenen Schmerzen mit uns zu durchleben, aber genau das ist die Essenz der Alpha. Deshalb sind die Live-Spieltests, die die Community jetzt durchführt, so wichtig. Wir bei CIG sehen einfach nicht die gleichen Belastungen und das gleiche Spielerverhalten intern, in Evocati oder sogar im PTU. Erst wenn das Spiel in unserer Live-Umgebung in großem Maßstab im PU gespielt wird, erhalten wir die echten, realitätsnahen Tests, die wir brauchen, um unsere Services zu verbessern. Während wir also wissen, dass es frustrierend ist, auf diese Probleme zu stoßen, gibt uns die Ausgangssituation in diesem Stadium die Möglichkeit, unsere Systeme früher als normalerweise üblich stabiler und skalierbarer zu entwickeln. Unsere öffentliche Sichtbarkeit während der Entwicklung des Launch Week und das beispiellose Wachstum des Spiels in den letzten 8 Monaten hat uns gezeigt, dass immer mehr Spieler dazukommen, um Star Citizen zu erleben. Und das hat die Skalierbarkeit für uns zu einer noch größeren Priorität gemacht, als es vor der Invictus-Startwoche der Fall war. Wir möchten, dass die Leute Star Citizen testen, spielen und erleben können. Schließlich ist es unsere Vision, letztendlich nicht Hunderttausende, sondern Millionen von Spielern im Verse zu haben. Während die technischen Probleme während der Invictus-Woche in der Tat schmerzhaft waren, sind wir mit erneuter Anstrengung und sofortigen Aktionen daraus hervorgegangen, um uns später im Jahr und darüber hinaus für größere und bessere Events vorzubereiten. Und das bedeutet, dass Millionen mehr in der Lage sein werden, eine bessere Star Citizen-Erfahrung zu genießen, weil wir unsere Lehren aus der Invictus-Startwoche gezogen haben. Alpha 3.9.x Postmortem. Mit Alpha 3.9 wurde eine ganze Reihe neuer Inhalte, Funktionen und Verbesserungen bestehender Funktionen eingeführt. Wir haben nicht nur die Clasher-Rehabilitationseinrichtung und das Spielprinzip des Gefängnisausbruchs hinzugefügt, sondern auch die Landezone New Babbage, die Monde von Microtech, die Unified Friends List für einen besseren Einstieg in das Gruppenspiel, die neue Caterpillar-Mission Price of Freedom, Preis der Freiheit, und vieles mehr. Für diese erste Postmortem-Analyse werden wir auf der High-Level-Ebene die wichtigsten Merkmale von Alpha 3.9.x besprechen. In erster Instanz werden wir also nicht so sehr tief ins Detail gehen, können aber das Format optimieren, um so die richtige Mischung zu finden, um sinnvolle Einblicke zu gewähren, ohne uns in den Details zu verlieren. Im Folgenden haben wir unsere Führungsebene gebeten, zu beurteilen, was gut gelaufen ist, was nicht gut gelaufen ist und was wir gelernt haben. Als erstes erzählt Tony Zurovec über die neuen Gefängnisse oder das neue Gefängnis. Im ersten Quartal des Jahres 2020 wurde das Rechtssystem von Star Citizen in Form von Gefängnissen erheblich verbessert, weil damit kriminelles Verhalten bestraft werden kann. Diese erste Iteration umfasst eine weitere Stufe der Grundlagenarbeit, ist aber im Vergleich zu dem, was wir letztendlich damit erreichen wollen, immer noch ziemlich dürftig. Zum Beispiel wussten wir von Anfang an, dass es keinen besonderen Spaß machen würde, eingesperrt zu sein. Abgesehen von einigen FPS-Bergbauarbeiten gibt es eben noch nicht genug Abwechslung, um die meisten Spieler über einen längeren Zeitraum zu unterhalten. Dennoch war es wichtig, dieses Feature zur Tür rauszubekommen, da es die anderen Gameplay-Elemente ebenfalls verbessert. Das heißt, es besteht jetzt eine echte Gefahr in Form von Zeit, im Gegensatz zu nur etwas verlorener Alpha-UEC und einem Respawn, für schwere Verbrechen wie Mord und Schmuggel, die vorher nicht existierten. Und das setzt den Trend fort, den Spielern völlige Freiheit zu gewähren, aber sie auf logische und angemessene Weise auf die Grenzen dieser Freiheit hinzuweisen.
Es war für uns auch wichtig, damit zu beginnen, Informationen darüber zu sammeln, wie sich solche Mechanismen auf das Verhalten der Spieler auswirken, ob und in welchem Maße das Risiko einer Gefängnisstrafe von bestimmten Verhaltensweisen abschreckt. Für das zweite Quartal haben wir mehrere wichtige Fehler gefunden und behoben, darunter den berüchtigten, bei dem der Bildschirm bei der Entlassung nach Verbüßung der Strafe schwarz bleibt. Kiosk-Terminals gehen nun gelegentlich kaputt und erzeugen eine Reparaturmission, was für Insassen angesichts der zu verdienenden Merits sehr interessant sein dürfte. In Zukunft werden wir eine Reihe weiterer Gefängnismissionen hinzufügen. Im dritten Quartal wird es mehrere kleine, aber bemerkenswerte Verbesserungen geben, darunter die Möglichkeit, sich während einer Schlacht jederzeit den Strafverfolgungsbehörden zu ergeben, die Möglichkeit, Schiffe auszuschlachten und funktionierende Commissary-Kiosks, an denen Gefangene Dinge mit den Merits, was auf Deutsch einfach Verdienste heißt, kaufen können, die sie sich verdient haben. Verschlossene Türen, Zugangskarten und Codes werden eine immer wichtigere Rolle spielen. Der Fluchtweg der Gefangenen wird so optimiert werden, dass für den Zugang zu den Tunneln zunächst ein Sicherheitscode gefunden werden muss, und wir werden dies in einem zukünftigen Patch ergänzen, mit dem wir den Ausbruchsprozess erheblich erschweren. Ein paar verschlossene Rover außerhalb des Gefängnisses werden diejenigen Spieler, die die Voraussicht hatten, die Zugangscodes zu stehlen, mit einer schnellen Flucht belohnen. Das Verlassen des Gefängnisses wird schließlich enger in das Spiel integriert werden, sodass ihr nach Verbüßung eurer Strafe per Schiff zu einer Landezone gebracht und freigelassen werdet, anstatt sich, wie es jetzt der Fall ist, sich auf ein Fade Down und einen Teleport zu verlassen. Auch auf der KI-Seite gibt es noch viel zu tun, damit Wachen und Insassen dazu besser beitragen können, dass das Gebiet nicht nur wie ein Gefängnis aussieht, sondern sich auch so anfühlt. Um sicherzustellen, dass die anfänglichen Unzulänglichkeiten des Systems nicht zu sehr den Spielspaß negieren, haben wir die Strafdauer vorübergehend begrenzt und dafür gesorgt, dass eine Möglichkeit vorgesehen wurde, sich vorzeitig aus der Haft zu befreien, wenn auch mit dem Risiko einer höheren Fahndungsstufe und, falls wieder gefasst, einer noch längeren Strafe. Dies ist im Moment ziemlich einfach. Im Wesentlichen ein Labyrinth, in dem man sich bewegen muss, bevor einem der Sauerstoff ausgeht. Und ein weiteres gutes Beispiel dafür, wo wir einige ernsthafte Verbesserungen vornehmen wollen. Eine der wichtigsten Verbesserungen, die für nächstes Jahr geplant sind, wird sich darauf konzentrieren, dem Fluchtprozess eine Menge Stealth, Zeit und Ablenkungsspielraum zu geben, damit die Flucht viel mehr Spaß macht und eine größere Herausforderung darstellt. Wir werden nächstes Jahr auch viele Gelegenheiten für den Nahkampf in Gefängnissen bieten, einschließlich des Konzepts der Gangs, und einige Schlüsselfiguren einführen, die Aufträge vergeben. Dazu gehören ein zwielichtiger Wächter und ein mächtiger Verbrecherboss, mit dem ihr eine Geschäftsbeziehung aufbauen könnt, die sich draußen als sehr wertvoll erweisen könnte, vorausgesetzt, ihr habt aus eurer Inhaftierung nichts gelernt und wollt weiterhin ein kriminelles Leben führen. Das letztendliche Ziel von Gefängnissen innerhalb von Star Citizen ist sofern ein wenig ironisch, als sie zwar als Strafe gedacht sind und die meisten Spieler versuchen werden, sie zu vermeiden, aber wir wollen sicherstellen, dass sie so unterhaltsam und interessant sind, dass die Spieler sie einfach als eine andere Art von Gelegenheiten sehen, ungewöhnlichen Herausforderungen zu begegnen und erfolgreich zu meistern. Als nächstes sprechen Sean Tracy und Richard Tyra über das Actor Status System, die Unified Friends List, die Verbesserungen am Arena Commander und Star Marine, dem Round Cycling und dem Personal Inner Thought Kreismenü. Das Actor Status System, ursprünglich Player Status System genannt, war schon sehr früh im Projekt ein Ziel und wird nun in Alpha 3.9 live gesetzt, wobei das System und eine Mehrheit der Funktionen bereits vorhanden sind. Dabei handelt es sich um ein unglaublich integrales System, das sich über das gesamte Spiel erstreckt und viele Aspekte von Charakteren, Animationen, Umgebungen, Gegenständen und mehr miteinander verbinden wird, um unterschiedliche Ergebnisse zu erzielen. Sei es Hunger, Durst, Hitze, Kälte, Wind, Sicht oder Bewegung.
Es ersetzt das bisherige, sehr einfache System, bei dem der Spieler erstickt und getötet wird, wenn er dem Weltraum ausgesetzt ist. Der Charakter des Spielers wird nun in vielfältiger Weise von der Umgebung beeinflusst. Und mit diesem System unterscheiden sich die Umgebungen nicht nur visuell eklatant, sondern bergen nun auch sinnvolle Spielelemente in sich, um spezifische Identitäten zu schaffen. Zum Beispiel kann ein Planet kalt sein, dass man nur in bestimmter Kleidung für eine bestimmte Zeitspanne überleben kann, aber er kann auch Geysire haben, um Wärmequellen zu bieten. Das System selbst ist bereits fertiggestellt. Es gibt jedoch ein grobes Design mit kompliziert miteinander verknüpften Aspekten, die in Star Citizen noch ausstehen. Darunter Effekte wie Gewicht, Drogen und mehr exotischere Gefahren, die von anderen Features abhängen, wie etwa dem physischen Inventar. Das Design dieses Systems war eine ziemliche Herausforderung. Erstens wegen der schieren Anzahl an Verbindungen zwischen Elementen, die oberflächlich betrachtet als nicht zusammenpassende Elemente erscheinen könnten, und zweitens wegen der Annäherung an das Verhalten in der realen Welt, wie zum Beispiel Hitzeströmungen in extremen Umgebungen. Darüber hinaus wurde diese Herausforderung durch die Zukunftssicherheit des Systems im Hinblick auf noch hinzuzufügende Funktionen erweitert. Es war ein komplexes Produktionsvorhaben, insofern als dass die Unterstützung vieler verschiedener interner Teams nötig war. Ob es sich nun um Grafik und VFX für die Auswirkungen auf die Sicht des Spielers handelte, um Audio für gedämpftes Hören bei Unterkühlung, um Character Art für die Rüstung, Beinkleidung zum Schutz vor Temperatur und Wetter oder auch nicht, um die Benutzeroberfläche für das Feedback an den Spieler, um FPS-Design für Ausdauer und Herzfrequenz, um Animationen für simulierte Anstrengung und das Heben der Hand bei starkem Wind ohne Helm und um Levelobjekte für komplexe Animationen und die Interaktion mit Speisen und Getränken. All dies machte die Entwicklungsarbeiten noch komplizierter, da Umgebungen, Planeten und Schiffe streng gemanagte und korrekt ausbalancierte Daten haben müssen, da es sonst zu Problemen mit all diesen Systemen kommen würde. Wir hätten nicht einfach den Kill-Trigger für den Status in Atmosphäre nutzen können. Star Citizen verlangt ein tieferes Eintauchen als dies. Nun kann das Designteam für und durch die Umgebung, in der sich Spieler befinden, komplexe Effekte erzeugen, und zwar so, dass sich die Spieler entsprechend ausstatten müssen. Zum Beispiel nicht ohne Wasser in die Wüste reisen oder nicht ohne Schutzanzug in eine eisige Höhle hineinwandern. Letztendlich sind wir mit der Einführung dieser Funktion und dieses Systems recht zufrieden und freuen uns darauf, weitere Systeme daran anzuschließen und zu integrieren. Der Unified Friends Service, die Vereinheitlichung unserer Freundesservices, wurde von einem unserer internen PU-Teams als oberste Priorität bearbeitet, wobei das Hauptanliegen darin bestand, es so einfach wie möglich zu gestalten, Gruppen zu bilden und in Instanzen zusammenzukommen. Obwohl dies schon immer möglich war, ist es jetzt viel einfacher, seine Freunde zu sehen, wo sie spielen und sich zu einer Party zusammenzuschließen oder sich einer Party anzuschließen und gemeinsam in das Spiel einzusteigen. Allerdings verursachte dies viel mehr Arbeit als erwartet, da ein neuer Dienst erforderlich war, um die verschiedenen Elemente zu vereinheitlichen und eine Echtzeitverbindung zwischen den Spektrumkontakten und dem Spiel zu gewährleisten. Dies setzt sich auch im Spiel selbst fort, indem die Benachrichtigung über Freundschaftsanfragen und die automatische Bildung von Gruppen im Spiel aktualisiert wurden, was ein Konzept innerhalb des PU, des Persistent Universe, für Chat, Voice-over-IP und Face-over-IP erforderte. Die Verbindung von Spektrum mit dem Frontend und dann mit dem Spiel scheint offensichtlich, aber es krankte daran, dass verschiedene Systeme zu sehr unterschiedlichen Zeiten fertiggestellt wurden und es war längst überfällig, dies zu bereinigen. Die Frontend-Benutzeroberfläche stellt ihre eigenen Herausforderungen dar, da sie technisch gesehen eine Mischung aus unserer neuen Building-Blocks-Technologie und der alten Flash-Technologie ist. Da dies den gesamten
Fluss, Prozessfluss unterbrechen kann, hat unser Frontend-Team es vermieden, das Frontend vollständig auszutauschen und sich anstattdessen dafür entschieden, neue Elemente aus Building Blocks zu erstellen, den Rest aber so zu belassen, wie er war. Das war ziemlich einschränkend und hatte zur Folge, dass wir eine funktionale Benutzeroberfläche hatten, die nicht ganz so sauber funktioniert, wie wir es erwarten würden. Obwohl wir mit der Funktionalität, die uns die Kontakt-Freundesliste bietet, zufrieden sind, werden wir als Social Game fokussiertes Spiel die Arbeit in diesem Bereich fortsetzen, um eine Oberfläche und einen Funktionssatz zu gewährleisten, den man von einem modernen Multiplayer-Spiel erwarten würde, um es so einfach wie möglich zu machen, mit seinen Freunden zu spielen. Arena Commander und Star Marine hatten noch nie ein vollwertiges Chat-System. Eine Zeit lang gab es stumpfe Befehle, das Drücken verschiedener Tastenkombinationen, die nur wenigen bekannt waren, die einen Serverbefehl auslösten, um allen etwas zu sagen. Aber das war nicht etwas, das von den meisten benutzt wurde und sowieso für neue Spieler unzugänglich war. Obwohl der Arena Commander im sehr frühen Stadium von Star Citizen als erstes Spielmodul akzeptabel war, hatte es nicht mit dem für das Persistent Universe entwickelten Gruppensystem Schritt gehalten. Jetzt teilen sich Arena Commander und Star Marine das gleiche Freundesystem und ein ähnliches Kadersystem wie der bereits erwähnte Service. Spieler können sich jetzt in Gruppen zusammenschließen und in Arena Commander oder Star Marine genauso wie im Persistent Universe starten, was das Gruppen- und kooperative Spiel weiter verbessert. Dies wurde durch die Erfordernisse des Spielmodus Star Marine und Theaters of War, so der Arbeitstitel, gefördert, der sowohl fahrzeuginterne Gruppen, Kanoniere und Fahrer, die miteinander sprechen, als auch den Zusammenschluss und die Gruppierung für Spieler unterstützt. Die größten Herausforderungen sind die unterschiedliche Anzahl von Spielern, die jeder Spielmodus unterstützen kann, und die verschiedenen Serverkonfigurationen, die für sitzungsbasierte Modi im Vergleich zu einem dauerhaften und fortwährenden Spiel laufen. Weitere Schwierigkeiten ähneln denen, die für das Frontend erwähnt wurden, und eine immense Menge Flash wurde entwickelt und designt hinsichtlich eines weiteren Lobbykonzepts. Im PU gibt es zwar Matchmaking, aber die Anforderungen sind nicht die gleichen wie in Arena Commander und Star Marine. Dem aktuellen Update recht unglücklich zum Opfer gefallen ist die private Match-Lobby, die nicht rechtzeitig aktualisiert werden konnte. Wir hätten es vorgezogen, sie nicht zu deaktivieren. Man kann zwar immer noch Gruppen bilden und Spiele starten, aber diese können derzeit nicht gesperrt werden. Wir werden uns aber natürlich in zukünftigen Updates weiter damit befassen. Arena Commander Star Marine Round Cycling. In früheren Versionen von Arena Commander und Star Marine wurden Spieler bei Spielende aufs Frontend rausgeworfen. Dafür gab es technische Gründe und Probleme, da dies in der Vergangenheit nicht der Fall war, als Arena Commander ursprünglich gestartet wurde. Arena Commander und Star Marine müssen ihre Karten auf dem Server neu laden, was sich völlig vom Persistent Universe unterscheidet, bei dem Karten nie neu geladen werden müssen. Dies war für den Arena Commander und Star Marine unglaublich wichtig, da die Dauer der Spielsitzung verkürzt wurde und die Spieler dazu ermutigt wurden, das Spiel zu verlassen, wenn die Runde zu Ende war, da sie rausgeworfen wurden und durch die verschiedenen Menüs zurückkehren mussten. Es ist uns gelungen, einige der technischen Hürden zu überwinden und wir haben das Round Cycling eingeführt, sodass die Spieler nun ein richtiges und dauerhaftes Spielerlebnis haben. Die grundsätzlichen Probleme wurden jedoch noch nicht gelöst, nämlich das saubere Nachladen, während die Spieler mit ihren Freunden gruppiert und in eine neue Spielrunde gebracht werden. Dies hat die Länge der Spielsitzungen und auch die Anzahl gleichzeitig online befindlicher Spieler in beiden Modi deutlich erhöht. Eine weitere Änderung in diesem Zusammenhang war die Aktualisierung unserer Join-In-Regeln, die mit der Zeit für die meisten Modi ungeeignet geworden waren und die es verhindert hätten, dass Spieler in bereits laufende Runden joinen könnten. Das System des Personal Inner Thought Radius, des Personal Inner Thought Kreismenüs, war technisch gesehen in einem sehr rudimentären Zustand hinter einer Siva. Bei einigen Patches funktionierte es, bei anderen nicht. Es erfüllte nicht ganz unsere Absicht, in der Lage zu sein,
jede Schlüsselfunktion zu jeder beliebigen Interaktion on the fly abzubilden und, was noch wichtiger ist, in der Lage zu sein, Aktionen in allen verschiedenen Kontexten durchzuführen. Die Programmier- und Designteams haben bei diesem Feature unglaubliche Arbeit geleistet, da Star Citizen hunderte von möglichen Aktionen je nach Kontext hat, in dem sich die Spieler befinden und die Standard-Tastenzuordnungen immer komplexer und immer weniger zugänglich werden. Dieses Feature ließ sogar einige Entwickler Ergebnisse entwickeln, von denen sie nicht wussten, dass sie möglich sind oder die eben auch nicht über die Standard-Tastenbelegung abzubilden waren. Von Kleinigkeiten wie das Umschalten einer Leuchte in einer Waffenanlage bis hin zu visuell großen Aktionen wie das Ausfahren von Laderampen und Türen. Es ermöglicht auch Emotes und andere Spieleraktivitäten. Dies sollte jedoch nicht mit dem Spieler-Interaktionssystem verwechselt werden, das in Zukunft ebenfalls eine Überarbeitung erfahren wird, die mit spezifischen und kontextbezogenen Interaktionen mit Gegenständen zu tun hat. Auch dies war wieder eine große Herausforderung, nicht nur um die nackte Implementierung der alten Version zu aktualisieren und zu ersetzen, sondern auch um die Benutzeroberfläche und die Echtzeit-Tastaturzuordnung für die Hunderten von Aktionen zu implementieren. Aber es war die Mühe absolut wert. Ian Leyland schreibt nun über New Babbage und Microtech. New Babbage war mit Abstand eine der größten und komplexesten Landezonen, die wir bisher eingerichtet haben. Im Vergleich zu früheren Landezonen haben wir versucht, dem Spieler mehr Freiheit bei der Erkundung des Ortes zu geben und die Zugänglichkeit des Planeten für Spieler durch die Einführung von Oberflächeneingängen zu verbessern. Im weiteren Verlauf sind wir bestrebt, diese Erfahrungen weiter zu optimieren, um so ein möglichst nahtloses Spielerlebnis bieten zu können. New Babbage brachte eine Erweiterung des High-Tech-Architekturstils mit sich, die zum ersten Mal seit der Entwicklung der Außenposten präsentiert wird. Das Team hatte viel Spaß bei der Entwicklung der Architektursprache und der Art und Weise, wie sie zu den Hintergrundgeschichten des Ortes und des Klimas passt. New Babbage nutzt auch unsere neuen Beleuchtungsfunktionen, was bedeutet, dass wir Beleuchtungsszenarien auf der Grundlage der Tageszeit entwerfen können. Während der Entwicklung der Promenade hatten wir viel Spaß mit dieser Funktion, da sie es uns ermöglicht, mehrere Stimmungen und Erfahrungen im selben Raum zu schaffen. Im Moment implementieren wir Tag- und Nachtlichtdesigns an einigen bestehenden Orten. Haltet also die Augen offen. In den Kuppeln von New Babbage haben wir verschiedene exotische und künstliche Pflanzen implementiert und auf den dort zu betrachtenden Bildschirmen könnt ihr euch in-game die Hintergrundgeschichte erlesen. Dies ist der erste Schritt, um die reichen und komplexen Überlieferungen eines Ortes in die Spielumgebung einzubinden, die die Spieler entdecken können. Niedrige Orbitalstationen um Planeten. Die Erfahrung, in einer Raumstation auf einer Aussichtsplattform zu stehen und auf einen planetarischen Sonnenaufgang zu blicken, das ist etwas, was wir schon seit geraumer Zeit ins Spiel bringen wollten. Auch die Möglichkeit, dieselbe Station vom Boden aus sehen zu können, ist das, worum es bei Star Citizen geht. Die Monde von Microtech, Calliope, Clio und UTERP waren eine Übung, um zu sehen, wie flexibel die neue Planetary V4 Tech für uns sein würde. Die Idee war, zu sehen, wie schnell wir eine einzigartige visuelle Identität für diese Monde definieren können, indem wir die bestehenden Biome Asset Packs nutzten, die wir bereits in der Vergangenheit erstellt hatten. Mit der Einführung des Spielerstatus konnten wir auch einige extrem kalte und feindliche Klimazonen definieren, um die kargen Landschaften zu ergänzen. Clasher Automated Prison. Als perfekten Kontrast zum warmen Innenklima haben wir den ersten Gefängnisstandort in das Spiel eingeführt. Es war die erste Veröffentlichung, bei der wir zwei wichtige Bodenlokationen gleichzeitig entwickelt haben, nämlich das Gefängnis und das angeschlossene Höhlensystem. Ergänze ich hier. Hinsichtlich Höhlen wollten wir die Entwicklung aufs mögliche Maximum vorantreiben. Also entwarfen wir einen zentralen Hub, sodass er in ein ausgedehntes Höhlennetzwerk eingespeist werden kann.
So ergaben sich eine Vielzahl von möglichen Fluchtwegen zusammen mit einem visuellen Thema, bei dem man das Gefühl hatte, man arbeite sich durch die verschiedenen Schichten dieser Infrastruktur. In Zukunft möchten wir diese Erfahrung erweitern und mehr Komplexität einführen, um die flüchtigen Häftlinge noch mehr zu fordern. Und zuletzt Todd Pepe, Star Citizen Live Director zur Mission Price of Freedom, der Preis der Freiheit, is eternal vigilance. The price of freedom is eternal vigilance. Which is where I come in. Diese Mission haben wir ziemlich schnell aufgebaut, da wir viel von dem, was wir bei der Erstellung der Mission 890 Jump, Urgent Boarding Action in Progress, gelernt haben und übernommen haben. Ziel war es, ein Piratenpendant der 890 Jump Mission zu schaffen, als Teil eines Missionsgeberauftrags. Das bedeutet, dass sie teilweise maßgeschneidert ist, noch tiefergehend designt und übergreifend einen Gameplay-Loop dieses Missionstyps beinhaltet. Als wir diese Mission konzipierten, wussten wir, dass wir sie auf den Kernelementen aus Fliegen, EVA und Bodenüberquerung aufbauen wollten. Dann haben wir ein einzigartiges Kampfszenario in einem Raumschiff eingestreut, das der Spieler auf mehrere verschiedene Arten lösen kann. Wann immer wir eine neue Mission bauen, stoßen wir immer auf einige Herausforderungen, entweder auf der Entwicklungsseite oder bezogen auf einen Fehler in unseren Systemen. Hier sind einige Beispiele. Der Designer befasste sich mit dem Erlernen der neuen UI Building Blocks Tech. Die Kollisionsabfrage auf der Caterpillar war nicht für FPS Gunplay ausgelegt. Ursprünglich sollte der Laptop ein Datenpad sein, durch das der Spieler blättern musste, um die richtigen Kontakte zu finden. Aus Zeitgründen mussten wir jedoch den Laptop verwenden. Es gab technische Hürden hinsichtlich der Vis-Areas in der Caterpillar. Kurz angemerkt, eine Vis-Area, das ist ein Formobjekt, das zur Definition von Innenbereichen sowie für die Beleuchtung verwendet wird. Objekte innerhalb einer Vis-Area werden nicht von außen gerendert und umgekehrt. Und das kann die Leistung immens steigern. Vis-Areas können auch so eingerichtet werden, dass bestimmte Beleuchtungselemente, wie zum Beispiel die Sonne, verdeckt werden, was die Flexibilität bei der Einrichtung der Beleuchtung für die Innenbereiche bietet. Abschließend schreibt Todd, insgesamt sind wir mit dem Ergebnis der Mission sehr zufrieden und hoffen, dass jeder eine Chance bekommt, sie zu spielen. Und abschließend steht in dem Comlink-Eintrag: Erwartet in Zukunft ähnliche Postmortem-Analysen über Alpha 3.10 und zukünftige Patches. Denn wir laden euch ein, euch von unseren Direktoren über die Erfolge, Herausforderungen und Erkenntnisse nach jedem Patch informieren zu lassen. Neben unserem Ziel, unsere Roadmap zu überarbeiten, um den Fortschritt besser zu reflektieren, ist dies eine unserer Initiativen, um einen transparenteren Einblick in unseren offenen Entwicklungsprozess zu bieten. Das war's mit dem sehr umfangreichen Comlink-Eintrag, und weil die Verse Night noch sehr weit weg ist, der Squadron 42 Newsletter aber jetzt schon draußen, habe ich mir überlegt, dass ich euch die wichtigsten Punkte jetzt schon mal erzähle, und für die Verse Night finden wir sicherlich weiterführende andere sehr spannende Themen. Erstes interessantes Thema, die Kampf-KI. Hier wird eine gemeinsame Codebasis entwickelt, die sicherstellt, dass die NPCs sich genauso verhalten können wie die Spieler. Für die Vanduul benötigt das Team jedoch spezifische Angriffsanimationen, die zu engen Abständen quasi aneinander gekettet werden können, um so den Druck auf den Spieler oder den Gegenspieler ausüben zu können oder mehr Druck ausüben zu können. Außerdem wurde sich mit mehreren Aspekten des realistischen Schießens beschäftigt, einschließlich der Verbesserung des Programmcodes des Auslösens und Nachladens. Alles passiert ereignisbasiert, auf Basis von Erfolgsmeldungen und unterschiedlichen Aktionsergebnissen zwischen der Actor Status Machine und den KI-Komponenten. Dadurch verfügt die KI über ein konsistentes Wissen über die Ergebnisse der angeforderten Aktionen, wodurch sie Verhaltensweisen erstellen kann, die verschiedene Szenarien korrekt bedient. Wenn zum Beispiel
ein NPC auf einen Feind zusteuert, möchte das Team vielleicht, dass er seine Waffe automatisch nachlädt. Wenn jedoch keine Munition verfügbar ist, wird das Verhalten gemeldet und eine neue Reaktion von der Subsumption aktiviert. Durch die zuvor skizzierte Verhaltens- und aktionsanalytische Aktivität der KI ist es möglich, dass ein NPC-Rookie sich anders verhält als ein Veteran. Das Team für die Social KI hat das Verhalten der Brückenbesatzung und der Besatzungen der Hangars von Großkampfschiffen bearbeitet. Designer können in den Zeitplänen der NPCs angeben, welche Art von Rolle sie haben, was das generische Verhalten bei der Auswahl der richtigen Sitze und Routinen, die sie ausführen müssen, unterstützt. Der Kapitän beispielsweise wird dementsprechend durch die Brücke gehen und andere Besatzungsmitglieder beaufsichtigen. Das Verhalten der Hangar-Besatzung hingegen stellt eine Reihe von Verhaltensweisen für alle NPCs dar, die in einem Hangar arbeiten, einschließlich Aufseher, Betanker, Kanoniere, Mechaniker, Soldat oder Fluglotse. In diesem Fall ist das Schiff ein Beispiel für ein Compound Usable. Ein Usable haben wir mal in einem ISC oder mehreren ISCs gelernt. Das ist ein Gebrauchsgegenstand, ein Gebrauchsobjekt, mit dem wir Spieler oder ein NPC interagieren kann. Und das Schiff, das ist ein Compound Usable, also ein Usable, das die Funktionalität anderer einzelner Usables enthält. Allgemein wird KI-seitig an der Subsumption-Logik, also Subsumption, wer das Thema noch nicht kennt, das ist das KI-Fundament von Star Citizen und Squadron 42. Die Subsumption-Logik wurde verbessert, sowie die Wegfindung der NPCs und auch der Schiffe. Das Animationsteam hat sich mit FPS-Animationen beschäftigt, sowie Van-Duhl-Animationen und sich mit Level-Metriken beschäftigt. Auch Character Art arbeitet an den Van-Duhl. Hier bekommen wir die Information, dass der Basiskörper komplett reskinned werden musste, um eine höhere Animationstreue zu erhalten. Sobald die Arbeiten an den Van-Duhl erledigt sind, geht es weiter zur Ausarbeitung der Xian. Das Environment Art Team hat sich mit mehreren Abschnitten der Javelin beschäftigt, darunter auch neue einzigartige Turm-Assets. Dabei handelt es sich um massive Geschütztürme mit mehreren Schussmodi, die ein gewisses Maß an Wendigkeit aufweisen, sich bei der Benutzung trotzdem schwer und gewichtig anfühlen müssen. Im Juni gab es Fortschritte bei zwei Stationen innerhalb des Com-Arrays, der einen großen Teil des Gameplays in den ersten Teilen der Kampagne ausmachen wird. Und beide Stationen benötigen noch den letzten Schliff für die Beleuchtung, sind aber ansonsten vollständig. Die Außenarbeiten an einem der größeren Standorte der Kampagne, einer Raststätte, stehen ebenfalls kurz vor dem Abschluss. Dazu gibt es ein Zitat des Environment Art Teams, die schreiben: Wir haben die visuelle Qualität unserer größeren Megastrukturen nochmals verbessert. Das Aufregende daran ist, dass wir diese Strukturen dann nehmen und sie zerlegen können, um mehr Weltrauminfrastruktur zu schaffen. Sodass wir diese neuen Anlagen in Einzelteile zerlegen und auseinandernehmen und sie altern lassen können, um den Weltraum mit interessanteren Anlagen anstatt nur mit Asteroiden zu befüllen. Aber wir brauchen immer noch die großen Asteroiden. Die Hangars der Bergbaustationen wurden ebenfalls fertiggestellt und optimiert. Diese aus mehreren Leveln bestehenden Bereiche sind die größten Hangars im Spiel und weitaus größer als alles, was im PU zu sehen ist. Letzten Monat hat das Cinematics-Team die Möglichkeit hinzugefügt, dass sie Punkte wählen können, an denen zwei NPCs zum Spieler hinüberblicken würden, wenn man sich in ihrer Nähe befindet. Das Ziel ist es, die Integrität von Szenen und Motion-Capture-Aufnahmen so weit wie möglich zu erhalten. Statt eines sofortigen Roboterblicks, sobald eine bestimmte Entfernung erreicht ist, haben die Designer eine Möglichkeit geschaffen, Variablen auszuwählen und die Szene intelligent zu markieren. Nicht alle Unterhaltungen zwischen NPCs erfordern die sofortige Aufmerksamkeit des Spielers. Manchmal sind sie in tiefer Diskussion und werfen nur selten einen Blick auf den Spieler. Die Designer können dies mit absoluter Präzision einstellen und den Prozentsatz von Augen, Kopf, Hals und Körper unabhängig voneinander definieren. Außerdem hat man an der Beleuchtung weitergearbeitet. Warum ist das so wichtig?
In Spielen führt selbst die beste Umgebungsbeleuchtung oft dazu, dass die Gesichter der Charaktere nicht optimal oder filmisch genug aussehen. Die Charaktere fühlen sich nicht wie in einem Film an und erscheinen häufig flach, nicht genug vom Hintergrund kontrastiert. Oder die Schatten auf ihnen wirken unschön, da die Umgebungsbeleuchtung zu weit entfernt ist. Wenn man sich ansieht, wie ein Beleuchtungsteam an einem Filmset arbeitet, wird sehr deutlich, warum das der Fall ist. Auf einem Filmset erhalten die Charaktere spezielle Beleuchtungsanlagen, die sogenannte Set-Beleuchtung. Die für den Regisseur wichtigen Details werden so hervorgehoben. Im Spiel funktioniert das ähnlich, müssen jedoch möglicherweise mit anderen Beleuchtungspunkten arbeiten, als sie bei den zugrunde liegenden Filmaufnahmen verwendet wurden. Für statische Szenen oder Szenen, bei denen die Entwickler von CIG den Drehort kennen, setzen sie die Beleuchtung manuell, um das Beste aus den Gesichtern und ihrer Mimik herauszuholen. Genau das möchte man nun automatisieren. Die oben beschriebene neue Technik ist der erste Schritt zum Aufbau einer Beleuchtungstechnik, mit deren Hilfe die Charaktere automatisch beleuchtet werden können, ohne ein manuelles Rig benutzen zu müssen. Diese Technik funktioniert, indem sie die Umgebungslichter in der Zone um die fragliche Figur herum abfragt, das Schlüssellicht identifiziert und dann seine Intensität und Farbe abtastet. Dies wird dann mit Regeln in der Nähe des Charakters angewendet. Weiter geht's zum Engineering-Team. Das hat sich damit beschäftigt, den Programmcode effizienter zu gestalten, sodass weniger Systemressourcen benötigt werden. Sie haben die Physics-Grids weiter optimiert und sich mit Planetenentitäten beschäftigt, um die Generierung von Zellen unterhalb des Terrains zu vermeiden und haben verschiedene technische Overhead-Aspekte entfernt. Sprich, auch hier die Nutzung unnötiger Ressourcen zu unterbinden gesucht. Das ist sowieso die große Überschrift über allem, was das Engineering maßgeblich zurzeit zu machen scheint, sei es systemisch, visuell oder auch hinsichtlich Animationen wie Ragdoll oder Schiffskollision. Alles soll gut, realistisch aussehen, dabei aber so wenig Ressourcen wie möglich verbrauchen. Hinsichtlich JSON haben sie ein Tool entwickelt, das dafür sorgt, dass sie schneller informiert werden, wenn in einem bestimmten Bereich die Leistung plötzlich einbricht. Auch das Grafikteam hat sich mit Leistungsoptimierung beschäftigt, wobei das erste Ziel darin bestand, teure Synchronisierungsevents zwischen CPU und GPU zu vermeiden, die unter bestimmten Szenarien und Hardware-Konfigurationen auftreten können. Eine weitere wichtige Optimierung war die Vermeidung von DirectX und Grafiktreiber-CPU-Overhead durch Minimierung von Shader- und Textur-Swapping. Außerdem wurden Puffer zwischengespeichert, die unnötigerweise viele Male pro Bild gesetzt wurden, wodurch die Gesamtzahl der Funktionsaufrufe an DirectX um über 30% reduziert wurde. Gemeinsam mit Engineering hat man natürlich weiter am Gen 12 Renderer gearbeitet. Hierzu schreiben sie: Da nun einige der Grundlagen vorhanden sind, hoffen wir, die Bemühungen zur Konvertierung bestehender Funktionen auf den Gen 12 Renderer zu intensivieren, um in den nächsten Monaten eine frühe Version zu ermöglichen. Sprich, ich verstehe es so, dass wir bis Ende des Jahres mit einer ersten Version des Gen 12 Renderers rechnen können. Ich bin gespannt. Bei den Grafiken schließlich änderten sie die Funktionsweise des Culling-Systems für Schiffe, damit diese aus viel größerer Entfernung sichtbar sind, um das Gameplay zu erleichtern. Um die damit verbundenen negativen Auswirkungen auf die Leistung aufgrund des größeren Betrachtungsabstands zu verringern, implementierten sie ein automatisiertes Testsystem zur Messung der Leistung jedes Schiffs aus jeder Betrachtungsdistanz, um alle Schiffe zu identifizieren, die einen Optimierungsdurchgang erfordern. Das Team für die Benutzeroberfläche, das UI-Team, arbeitete eng mit dem Fahrzeugteam zusammen, um die neue Ziel- und Turm-UI zu implementieren. Die Designer beschäftigen sich auch mit den Brücken der Aegis-Großkampfschiffe, einschließlich eines Warnbildschirms. Die Concept Artists erstellten Videos, um das Zielszenario des Gladius Head-Up-Displays darzustellen, einschließlich der Überlegung, wie die kommende 3D-UI-Technologie umgesetzt werden kann, um sich von den standardmäßigen Flachbildschirmen zu lösen.
Weitere Konzeptarbeiten umfassten das Scannen und das grafische Design der Visiereinheiten und Linsen während des Bootvorgangs. Und zuletzt das VFX-Team. Das hat sich weiter mit Gaswolken beschäftigt. Also hier geht es nicht um Gasriesen, sondern Gaswolken im Weltraum. Dazu gehörte die Einführung von Themen, die es den Designern ermöglichen, eine einzelne Option auszuwählen, die verschiedene Einstellungen innerhalb einer Gaswolke verändert. Je nach den Anforderungen der Story kann sie zum Beispiel sicher oder gefährlich sein. Außerdem setzen sie die Erforschung von Zerstörungspipelines fort. Das Team in Frankfurt entwickelte den Vanduul-Tech-Stil und die Waffenvisualisierung weiter. Hierzu gibt es noch ein letztes Zitat und einen Screenshot oder eine Konzeptzeichnung. Wir erhielten einige erstaunliche VFX-Konzeptzeichnungen, steht hier, die uns dabei helfen sollten, Klammer auf, die Waffenvisualisierung der Vanduul zu entwickeln, Klammer zu. Hier ist ein Konzeptbild, das zeigen soll, wie die Hauptkanone auf dem Vanduul Kingship aussehen könnte. Also nicht, dass ihr denkt, das ist es jetzt, sondern das ist einfach eine Konzeptzeichnung, wie es aussehen könnte. Hat mich übrigens, ohne dass ich den Text vorher gelesen hatte, an eine Avenger erinnert. Und ich dachte, wow, was haben sie denn für eine riesen Kanone an das Ding dran gepackt? Ja. Ist aber, wie gesagt, im Text steht es ja auch eine mögliche Silhouette des Vanduul Kingships und der Hauptwaffe an der Front. Und das war's mit diesem sehr langen Video. Ich hoffe, ihr habt bis hierhin durchgehalten. Hattet eine interessante Zeit, den ein oder anderen Aha-Effekt. Ermöglicht wurde euch dieses Video von meinen Tippi-Indianern auf www.tippi.com/astrosam. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich auch über eure Unterstützung. Damit finanziere ich mir meine Sprecherausbildung und weitere Hardware hier in meinem Studio. Ansonsten freue ich mich über Feedback und Diskussionen hier in der Kommentarsektion unter diesem Video. Und dann bleibt mir nur noch, euch auf diesem Wege ein wunderschönes Wochenende zu wünschen. Bleibt gesund, bis demnächst, bis zum nächsten Video. Tschüss. Cheers.